Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Reisebüro on Air, der Podcast für leidenschaftliche Reiseverkäufer. Wie in jeder Episode gibt dein Showhost Margit Häuser dir wertvolle Impulse, neue Ideen und Tipps, die du im Reisebüro gleich umsetzen kannst. Ganz nach dem Motto: erst hören, dann direkt ausprobieren. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder am Start bist und schön, dass du den zweiten Teil dir anhörst zu dem Thema Deal or No Deal, die besten Methoden für den Buchungsabschluss. Beim letzten Mal hatten wir ja die ersten 5 Methoden. Hast du schon deine Lieblingsabschlussmethode gefunden? Hast du sie vielleicht sogar schon geübt und im besten Fall ist es dir schon bei einem Kunden gelungen, den Abschluss ganz leicht reinzuführen? Es gibt heute noch 5 zur Auswahl. Und dabei ist auf jeden Fall meine Lieblingsmethode, die schon uralt ist. Ja, ja, ja. Diese Methode eignet sich ganz besonders bei mundfaulen und unentschlossenen Kunden. Und sie passt auch gut zu etwas schüchternen Expis, die sich noch nicht ganz trauen, die sich noch nicht so sicher sind. Du als Verkäufer fragst die Meinung des Kunden zu mehreren einzelnen Aspekten ab. Wenn 2 bis 3 Mal zugestimmt wird, kannst du relativ sicher mit der nachgeschobenen Direktfrage den Abschluss sichern. Das klingt dann so. Sie sagten, sie legen Wert auf zum Beispiel einen schönen Strand. Darüber hinaus war ihnen zum Beispiel ein gutes, gesundes Essen wichtig. Sie wollten auch gern Kinderbetreuung haben, zum Beispiel, und für ihren Mann sollte der Sport gewährleistet sein. Schön, dann ist ja alles drin. Darf ich dann so für Sie buchen? Das Prinzip hier: nach vielen kleinen Entscheidungen fällt die große Entscheidung leichter. Deshalb nicke, sammle das Nicken und die Ja's. Das ist die Ja-Ja-Ja-Methode. Die Direktmethode, schon die Methode Nummer 7, das ist die einfachste, effizienteste und die unkomplizierteste Methode. So kannst du die Entscheidung des Kunden erfragen. Haben Sie noch Fragen? Nein? Schön, dann kann ich die Reise ja so für Sie buchen. Oder sollen wir gleich buchen? Oder wollen wir gleich Nägel mit Köpfen machen? Oder haben wir damit alles zusammen? Ja, dann lassen Sie uns doch buchen. Okay? Lassen Sie uns zur Tat schreiten. Einverstanden. Diese Fragen hast du 100%ig schon gestellt. Die sind auch ziemlich brav. Es gibt auch noch die etwas forscheren Ansagen. Bei einer sehr guten Verkäufer-Kunden-Beziehung, bei Stammkunden oder wenn du spürst, hier läuft das Gespräch, sind die auf jeden Fall empfehlenswert. Alles klar? Dann buche ich schon mal ein. Dann mache ich Ihnen die Buchung fertig. Also eine ganz klare, forsche Aussage. Auch das hast du sicher schon angewandt. Die Nummer 8: über Zusatzangebote abschließen. Das würde so gehen. Was halten Sie von einer Sitzplatzreservierung? Das freut mich, dass das Angebot Ihnen gefällt. Dann sollten wir jetzt noch über den Reiseschutz sprechen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Du kannst über die Zimmerausstattung gehen, einen Mietwagen oder übers Ausflugspaket. Hier ist ganz besonders wichtig: der Kunde sollte bereits Abschlusssignale gesendet haben. Also nonverbale, er kommt dir entgegen, er nickt, er freut sich, er schaut seine Partnerin an und freut sich über das, was du sagst. Also es sollte schon Abschlusssignale, nonverbal oder verbal, oh ja, gute Idee und,
sollten schon gesendet sein. Die Nummer 9, die Zusammenfassungstechnik. Das geht so. Fassen wir noch einmal alles zusammen. Entsprechend Ihrer Wünsche beinhaltet mein Angebot für Sie folgende Leistungen. Erstens, zweitens, drittens, viertens, je nach deinen Leistungen. Also, alles, was Sie sich für Ihren Urlaub wünschen. Darf ich das dann so für Sie buchen? Das ist die Zusammenfassungstechnik. Also du stellst noch einmal zusammen, führst ihm vor Augen, was in dem Angebot alles drin ist und dann machst du den Sack zu. Nummer 10, ganz süße Methode, die Gratulationsvariante. Wenn du es besonders nett und herzlich machen möchtest, kannst du den Kunden beglückwünschen oder ihm gratulieren. So zum Beispiel, dann darf ich Ihnen herzlich zu dieser herrlichen Reise gratulieren. Ja, dann herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Traumreise. Also nicht hinterher, nachdem du das schon gebucht hast, sondern tatsächlich als Einleitung vor dem Abschluss. Mann, dann darf ich Ihnen herzlich zu dieser herrlichen Reise gratulieren. Und dann buchen. Oder, wie gesagt, ja, dann herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Traumreise. Und dann buchen. So, das waren jetzt insgesamt 10 Methoden. Ich schätze, du hast genug Auswahl. Nimm dir eine vor. Nicht alle. Nimm dir eine vor und üb die. Eine Lieblingsmethode. Und noch ein paar ganz wichtige Sachen. In der Abschlussphase hat ein Konjunktiv nichts verloren. Also nicht, könnten Sie sich vorstellen, wäre das das Richtige, würden Sie, ja. Konjunktive sind Wunschdenken, die sind zu weit weg. Also ganz klar in die Sprache gehen. Und alle abschwächenden Wörter wie vielleicht, eventuell und Umständen gehören hier in die Verbannung. Die gehören überhaupt im ganzen Gespräch in die Verbannung, aber hier, also in der Abschlussphase, sind sie nicht hilfreich. Und nochmal, das habe ich jetzt schon oft gesagt, unbedingt schweigen ist Gold. Nach jeder Abschlussfrage schweigen, Klappe halten. Horch dir den letzten Podcast an, halt endlich die Klappe, ich glaube, Episode 16. Jetzt ist der Kunde dran. Und lass ihm die Zeit, die er braucht. Dein Kunde verkauft sich innerlich die Reise jetzt selbst. Und das ist ein Prozess und der kann etwas dauern. Denke daran, es geht für ihn um die wertvollste Zeit im Jahr. Die wenigsten Antworten in dieser Situation wie aus der Pistole geschossen. Das sind ganz, ganz wenige Prozente. Ich gehöre zu denen, die sehr rasch zuschlagen, kaufen, fertig. Aber das heißt nicht, dass zwangsläufig noch Bedenken im Spiel ist, wenn einer länger überlegt, sondern er braucht noch einen Impuls. So, und wie geht es dir jetzt? Welche Methode möchtest du als nächstes bei deinem Kunden anwenden? Bleib locker, eines nach dem anderen. Probier aus und schau, mit was du am besten klarkommst. Und dann, das ist jetzt mein Wunsch, schreib mir dein Feedback auf info@margit-heuser.de. Ich freue mich und ich lese furchtbar gern. So, und dann gibt es ein Webinar am 20.03. zu diesem Thema. Deal or No Deal, 20.03. 8.30 Uhr. Das kannst du bei mir unter www.wir-verkaufen-urlaub.de einbuchen. Das ist am 20.03. um 8.30 Uhr, ist kostenlos. Und ich freue mich, wenn ich dich im Webinar hören, sehen oder im Chat lesen kann. Bis dahin, mach's gut, viel Erfolg. Und wenn du irgendeine Frage hast, schick sie mir. Schick mir ein Mail. Bis bald, deine Margit. Das war eine weitere Folge des Podcasts Reisebüro On Air, der Podcast für leidenschaftliche Reiseverkäufer. Wenn dir die Folge gefallen hat,
dann bewerte den Podcast bitte auf iTunes mit 5 Sternen und abonniere ihn, damit du keine weiteren Folgen verpasst. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.